Hallo zusammen und willkommen bei einer neuen Folge von Let's Play Enchanted Arms. Wir wollten jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit den Wachen da drüben auf der Brücke, ist das glaube ich, sprechen. Uns wurde ja mitgeteilt von dem Typen, der da hinten bei dem Kristall steht, dass wir hier angeblich nicht durchkommen. Die wollen uns nicht nach Yokohama durchlassen. Look, there are soldiers at the bridge. I guess they're doing some kind of inspection. Wir wollen nur reden, also wenn die es nicht auf den Kampf ankommen lassen, dann müsste das auch nicht sein, also... Hey, Rygar, look! Huh. Lord Oka, the preparations are complete. Good. Then let us delay no further. Ignite! Whoa! Okay. Das war's dann, glaube ich, mit unserem einfachen Besuch nach Yokohama. The demolition is complete, Lord Oka. I can see that. Huh. This should confound those rampaging golems a little. Although, I doubt it would faze a devil golem. Those incompetent Yokohama idiots. All this trouble thanks to them. Oh, hoffentlich hat Azuma das nicht gehört, sonst ist, glaube ich, Ärger vorprogrammiert. Wipe yourselves out, sure. But don't leave us to pick up the pieces. Am I right? That is... You don't want to speak ill of the dead. Don't worry about that. The people in Yokohama have never meant much to us anyway. Worthless fools. Uh-oh, Oka, du machst dich hier gerade nicht gerade beliebt. Gerade, doppelt gemoppelt. In fact, it's a relief that they're wiped out. Oh, der reitet sich hier immer weiter in den Mist rein. They could have multiplied, grown stronger, and eventually threatened us, like maggots, thriving in the rotting flesh of their city. And humans shouldn't worry about maggots being wiped out, should they? La la la. What a monster. Ah ja, okay, die haben das also offensichtlich doch alles mitbekommen. Why you? Oh no. Stop, you idiot! Hey, you! What? And who might you be? Great job destroying the bridge. For all you know, there might still be people alive in Yokohama. Ja, ist ja gut. Wir haben es verstanden, dass du es lustig findest. I thought you looked a bit simple, but this surpasses all expectations. Survivors in a city attacked by a devil golem? Highly improbable. What? He's a knight, okay? Not some regular grunt. Well, well. If it isn't Lady Karine. And you, too. What a surprise. Mm. Off to a picnic in the mountains, are we? How grand. What I do is no concern of yours. Of course not, my lady. Of course not. Oka, tell me one thing. What? The destruction of this bridge. Was it ordered by King Caliban? Of course. We knights only carry out the orders of the king, you know that. Indeed. I can't believe. Anyway, I've no time for this. I shall take my leave of you fine people. I have much to be getting on with. Unlike you, it seems. Men, back to London City! Yes, sir. Prepare to return to London! Well then, farewell. Just who does that guy think he is? My apologies. Why should you have to apologize for him? Anyway, the bridge is down, so we'll have to find another way across. Yeah. Let's go down to the shore then. Ja, sehr merkwürdige Begegnung und uns ist ja aufgefallen, dass Rygar den guten Oka geduzt hat, ja. Also die scheinen sich offensichtlich irgendwie ein bisschen besser zu kennen. Wo auch immer uns dieser Weg hier hinführen mag. Ich glaube zwar nicht, dass wir da jetzt einfach so rüberkommen. Wartet mal, wir können mal gucken, was die Beschreibung uns sagt. I follow the riverbank to the highway and the cape on my way to Yokohama City. Okay, vielleicht sind wir hier doch richtig. Naja, es ist schon wieder alles so ein bisschen kryptisch. Da waren wieder die obligatorischen 3 Punkte, als Rygar irgendwas gefragt wurde gerade eben. Das ist alles etwas, ja, merkwürdig. Hm.
Take this! Eat this! Anja, Anja! Ob Ogre jetzt so noch eine weitere Rolle spielen wird, das interessiert mich jetzt. Da bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, ob das der Fall war oder nicht. Jedenfalls hat er davon gesprochen in einem Atemzug. Er hat, als er mit Rhaegar sich kurz unterhalten hat, davon in der Wir-Form davon gesprochen, We Knights, ja. Oh, wir können übrigens rüberschwimmen, wie ich gerade sehe. Oh, ist doch mal gut. Jetzt lass uns doch mal zwei Schritte laufen, ohne uns in einen Kampf zu verwickeln. Und Corinne, muss ich mal sagen, ja, die gefällt mir immer besser. Sie ist jetzt nicht mehr so impulsiv, emotionsgesteuert und rumpöbelnd, wie das am Anfang der Fall gewesen ist, als wir sie neu kennengelernt und in unsere Truppe aufgenommen haben. Das begrüße ich sehr und sie ist ja auch immer immer plausibler in dem, was sie sagt und denkt auch viel mehr nach, anstatt sich ihren komischen emotionalen Ausbrüchen immer wieder hinzugeben. Vielleicht werden wir beide doch noch Freundinnen. Das hätte ich mir am Anfang des Spiels gar nicht ausmalen können, aber mal schauen. Und irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Ich kündige ja hier in fast jeder Folge an, dass ich nach diesem und jedem Part irgendwas nachgucken möchte. Ich habe mir jetzt, bevor ich diesen Teil hier gestartet habe, nicht nochmal den letzten angeguckt. Früher oder später wird mir schon irgendein Ärgernis einfallen. Rhaegar ist gerade fast tot. Ist mir gar nicht aufgefallen. Is it over? Don't get too carried away. So, hier können wir, glaube ich, auch ins Wasser. Ja, auch hier wird uns Schwimmen angeboten. Und wisst ihr, was mich gerade tierisch nervt? Oh, wer bist du denn? Möchtest du kämpfen oder talken? Oh, jemand, der kämpfen möchte. Ich traue dieser Region hier ehrlich gesagt nicht so über den Weg und möchte das Ganze bitte gerne einmal abgespeichert haben. Ja, was mich gerade tierisch nervt, ist, dass ich in dem Zimmer, wo ich hier diese tollen Aufnahmen immer produziere, herstelle, wie dem auch sei, ich habe hier immer noch keine Jalousien in meinem Zimmer zu hängen und hier knallt gerade die Sonne rein. Oh, Black Dragon, du siehst ein bisschen mächtig aus. Ich habe tiefsten Respekt vor dir. I'm a Black Dragon, one of the three Pillar Guardians. Protector of the God Orb since ancient times. God Orb? The God Orbs are magical matter created long, long ago. I am commanded to pass the God Orb only to those with sufficient power. If you want my God Orb, you must prove your strength and bring me a weapon of the gods. Achso, du kämpfst jetzt nicht gegen uns? Nein, er kämpft nicht gegen uns und ich dachte mir schon, oh, vielleicht kriegen wir den ja besiegt und haben einen neuen mächtigen Mitstreiter an unserer Seite. Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Zumal der auf dem Kampffeld wahrscheinlich nicht so viel Platz einnehmen würde wie unser Flauschi-Hirschi. So, die Frage der Fragen. Da auf der anderen Seite kommen wir raus. Ich möchte aber hier gerne nochmal gucken, ob wir da nicht noch irgendwas Schickes finden können. Ach, im Wasser gibt es auch Kämpfe. War das in der Kanalisation auch so, als wir da noch in London unterwegs waren? Das ist jetzt ein bisschen unrealistisch, auch von der Darstellung her. Klettern die jetzt sozusagen wieder an Land, weil von Land irgendwelche Gegner zu uns rüber winken? Sag mal, warum ist Rhaegars Energie denn schon wieder unten? Hat er sich nach dem letzten Kampf nicht aufgefüllt? Was ist denn da los, lieber Rhaegar? Wir brauchen dich bitte bei voller Gesundheit und nicht mit so einer Wischiwaschi 41 HP-Ausführung. Nee, jetzt ist er wieder voll. Der scheint jetzt gerade eben genau den gleichen Schlag abgekriegt zu haben wie beim letzten Mal.
Oh, und Azuma schwimmt so langsam und wir werden bestimmt wieder 10.000 weiteren Kämpfen hier begegnen. Nein, ich schwimme da nicht bis ans Ende. Wir hatten hier eine ganz gute Weitsicht und ich glaube nicht, dass wir da hinten jetzt irgendwo hätten aussteigen können. Und diese Sonne, die gerade total nervig auf mein Monitor knallt, ja, die schränkt mich ja auch ein bisschen in meiner Übersicht ab. Aber, liebe Leute, noch eine Woche. Und dann bekomme ich Lamellen in mein Zimmer. Die sind in Auftrag gegeben, maßgeschneidert für mein Arbeitszimmer hier. Und da wird der Spuk hoffentlich auch ein Ende haben. Und ich prognostiziere euch, genau wenn diese Lamellen hier hängen werden, wird die Sonne sich wahrscheinlich für den Rest des Jahres gar nicht mehr blicken lassen. Ich sehe es schon kommen, aber besser spät als nie. Sollte ich heute noch ein Part aufnehmen, dann wird das erst passieren, wenn die Sonne verschwunden ist. Und lasst mich mal kurz auf die Uhrzeit gucken. Ja, wir haben 17.24 Uhr und die müsste bald auch von dannen ziehen. Ja, Probleme, die die Welt nicht braucht und ich sag's immer wieder, Vorbereitung ist alles. Bevor ihr irgendwann mal vielleicht selber anfangt, Let's Plays aufzunehmen, macht nicht die gleichen primitiven Anfängerfehler, die ich mache. Hab hier haufenweise Geld in Hardware und allem drum und dran investiert und vergesst dann solche Kleinigkeiten wie Sonnenschutz oder die richtige Raumausstattung, wie dem auch sei. So, get out, Azuma. Steig bitte aus. Okay, dann hat uns die zerstörte Brücke ja jetzt nicht wirklich wehgetan. Ich glaube, die Folge muss ich mir nochmal angucken danach. Ich habe irgendwie wieder tierische Panik, dass ich hier irgendwas auslassen könnte. Ich glaube, da hinten war aber nichts. Drei von unseren Headbang-Werwölfen. Der uns für einen gewissen Zeitraum gute Dienste geleistet hat. Und der uns, glaube ich, auch auf unserem oder in unserem allerersten Bosskampf in Enchanted Arms begleitet hat. Das geht doch hier gut voran und wir earnen immer recht viele SP mit jedem Kampf, den wir hier abschließen. Und ich glaube, Rygar sollte doch noch hier seinen Erdbeben-Skill oder so lernen. Boah, der braucht so viel. 3000. Aber waren wir an dem Punkt nicht schon mal? Ich glaube, ich habe dem irgendwann mal hier irgendwelche... ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe dem in der letzten Folge hier irgendwelche Skillpunkte investiert in... in die Verbesserung seiner Parameter. Und das ist natürlich Quatsch. Da wir ja eigentlich auf diese Erdbebengeschichte sparen wollten. Aber gut, dann sparen wir eben jetzt. Ich darf das nur bis zur nächsten Folge nicht vergessen. Vielleicht kriegen wir das auch in dieser Folge schon hin. So, wir haben jetzt aus diesem Kampf, den wir gerade eben absolviert haben, immerhin über 300 Skillpunkte bekommen. Ich habe übrigens gerade vergessen, unseren Golem auch mit zu verbessern. Wie konnte mir das nur passieren? So, und ich möchte, dass sie jetzt offensiv ein bisschen stärker werden, weil das dauert mir momentan ein bisschen zu lange mit den Kämpfen. Ich schwenke meinen Fokus sozusagen von den HP auf die Direct- oder Range-Position um. Oh. Interessante Gegnerkonstellation. Ich möchte mal gucken, haben wir die da schon mal gehabt? Hä? Achso, ja, ist ja gut. Ich wollte jetzt hier die Gegner mir mal angucken. Der einzige Nachteil, wenn ich immer diese Autokämpfe hier anstoße. Oh Mann, das ist unmöglich mit dieser bescheuerten Sonne, die hier gerade...
Ich möchte mir doch nur angucken, was die Gegner da drüben sind. Okay, ich war zu weit weg. Prilcotton, genau, die wollte ich eigentlich sehen. So, jetzt mach mal hier Autokampf. Seid ihr jetzt ein bisschen stärker? Oh, ja, super. Wendet passive Heilzauber an oder Supportzauber an, damit das nur noch länger dauert hier alles. Oh, so schlecht war das doch gerade gar nicht, um unsere Punkte bestellt. Ja, zieht das alles künstlich in die Länge. Okay. Ich bin total begeistert. So, Azuma. Mach bitte eine Ex-Attacke und bereite dem Spuk hier ein Ende. Kann ich eigentlich ihm auch was befehlen und den Rest auf Auto umschwenken? Oh. Is it over? Let's get moving. Okay. Ich überblicke gerade nicht, was hier passiert ist. Und die SP, die wir bekommen, die sind auch echt mehr als mager. Also ich glaube, dieser Werwolf, der ist momentan die beste Ausbeute für uns, wenn es um Zufallskämpfe geht. Oh, ich habe durch meine beschränkte Sicht so eine Angst, hier irgendeinen coolen Golem auszulassen, der hier irgendwo in der Ecke steht. Da ist eine Truhe. Und ich möchte bitte Geld. Geld ist nach wie vor, yay, wenn man sich so anguckt, was wir hier nicht alles benötigen und kaufen können, dann ist Geld momentan wirklich das Wichtigste für uns. Ja, ich propagiere für Geld. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Geld. Nein, aber für unser Spiel ist das momentan einfach am zuträglichsten. Werwolf? Werwolf? Yay! Das sind leider nur zwei, aber besser als nichts. Und das nervt mich. Es nervt mich, dass wenn ich die automatisch angreifen lasse, dieser Flauschi-Hirsch immer viel zu passiv agiert. Wobei mir fällt gerade was ein. Kann ich dem das, vielleicht auch wieder anequippen oder so? Nee, leider nicht. Wir können leider keinen... Wir können leider kein Equip hier auswählen, beziehungsweise unequip. Ich weiß nicht mal, ob das bei den normalen Charakteren geht. Schade eigentlich. Schade. Ich meine, seine Support-Attacke ist ja durchaus gut und hat auch durchaus einen wichtigen Nutzen für uns, aber nicht bei den Zufallskämpfen, die uns hier so über den Weg laufen. Oh, das ist ja echt weitflächig, aber wir können da ja sowieso nicht runter. Ja, ich bin gespannt. Und ich, was auch ein bisschen unlogisch ist, aber das haben wir ja in ganz, ganz vielen Spielen so, da mache ich jetzt diesem Spiel hier keinen Vorwurf. Die sprengen eine Brücke, obwohl man ohne Probleme einfach darunter durchschwimmen kann. Das heißt, Oka und seine komischen Soldaten müssten davon ausgehen, dass hier irgendwie in diesem Spiel keiner schwimmen kann. Sehr, sehr merkwürdig, das Ganze. Mal gucken, ob jetzt hier in diesem Levelabschnitt uns neue Gegner über den Weg laufen. Nein. Oh, doch, da ist ein neuer. Ich glaube, da ist ein neuer. Den habe ich hier zumindest noch nie gesehen. Der Saber Tiger. Na dann macht mal. Mich interessiert am Ende nur, was wir an Erfahrungsausbeute bekommen. Und diese blöden Daisies, die stressen mich gerade echt am meisten, weil die vertragen eine ganze Menge und geben uns recht wenig SP dann nach dem Kampf. 199. Auch das ist steigerungswürdig, liebe Leute. Das ist nicht unbedingt viel. Ja, Karte. Wir haben ja einen linearen Verlauf, aber gleich da können wir nach links abbiegen.
Und da möchte ich bitte am Ende dieses, dieser Abzweigung eine Kiste haben, die uns 5000 Gold oder so gibt. Und wieder ein Kampf, der uns 200 Skillpunkte dann letzten Endes unterlassen wird. Ich könnte natürlich auch in Erwägung ziehen, aus diesen Kämpfen dann zu flüchten und immer darauf zu spekulieren, dass wir eine Kampfkonstellation bekommen, wo wir am Ende ein bisschen mehr SP raus haben. Auf der anderen Seite sage ich mir, Kleinvieh macht auch Mist. Oh, wir haben mal wieder was zum Zerstören. Und wenn ihr meint, dass wir uns von so ein paar Kisten hier aufhalten lassen, dann habt ihr euch geschnitten. So, hier müsste jetzt irgendein Weg sein, der uns in eine Sackgasse führt. Und da hinten sehe ich, glaube ich, eine Truhe. Ja, 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 ja. Die Sonne hat sich übrigens aus meinem Zimmer wieder verzogen. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht mehr auf die Ausrede berufen, dass ich nicht sehen konnte und deshalb nichts gefunden habe. Ich würde auch eine neue Waffe in so einer Truhe gerne begrüßen, aber nicht, wenn das wieder so eine Fail-Waffe ist wie die, die wir zuletzt für Rygar bekommen haben, die letzten Endes schlechter war als die, die er momentan nutzt. Everything begins and ends with respect. Und ich könnte theoretisch hier auf diesem Plateau auch mal ausprobieren, wie wir uns mit anderen Monsterchen so schlagen, also Golems. Lasst uns bitte Vor- und Nachteile abwägen. Der Vorteil ist, wir können Geld momentan gut gebrauchen. Der Nachteil ist, es könnte ruhig ein bisschen mehr sein. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Wir sind immerhin bei über 5000. Das ist doch auch nicht verkehrt. Daisy, geh weg! Oh, hier ist jetzt immerhin eine abweichende Konstellation. Wie heißt sie denn? Diese Daisy Blue, die stresst mich total. Bulldog und Prill Cotton und Saber Tiger. Okay, auf die Konstellation habe ich noch nicht geachtet. Schauen wir mal, was uns das jetzt an Erfahrung bringt. Inja! So, sonderlich lange hat das jetzt auch nicht gedauert. Und 246. Das ist jetzt auch nicht so die fette Ausbeute. Lass mich mal kurz gucken. Bekommen die hier eigentlich auch? Ne, die bekommen leider keine SP. Sehr schade eigentlich. Wie ich jetzt gerade wieder an Pokémon denken muss. Entschuldigt bitte, dass ich immer wieder diese Parallele ziehe. Aber es gibt ja bei Pokémon, zumindest in den älteren Teilen, die ich gespielt habe, da gab es noch einen sogenannten EP-Teiler, der dann auch auf die Leute oder auf die Pokémon oder Monsterchen, die wir mit uns führen, auch die EP aufgesplittet haben. Oh, das ist natürlich hier die totale Zonk-Ausbeute, wenn wir nur diese blöden Daisies hier haben. Ja, ich glaube, beim nächsten Mal flüchtig, wenn wir das hier haben. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch, als wir letzten Endes Ertrag draus für uns ziehen können. The final blow. Ich bin Rygar und ich mache hier pseudo-harte Ansagen. So, und hier steht jemand und guckt in die Ferne. Hallo, mein Freund. Man who saw Yokohama. Hey, you. What are you doing here? You what? I've seen Yokohama. What? What's it like? You're planning on going too? Yeah, so what it's like there? Don't go. What? Don't go to Yokohama. Why not? Give me a good reason not to. Hey! I think that's all we get out of him. Let's go. Oh, mein Freund, du wirkst minimal traumatisiert, wenn das mal kein schlechtes Zeichen ist. Ja, das geht momentan hier ganz gut voran und ich möchte euch alle stärker machen in euren Angriffen, die ihr hier so austeilt.
So, und Rygar müsste dann vielleicht auch mal seinen neuen Skill erlernen. Wo war das nochmal? Ja, doch, erst Skills, erst Character, dann Skill und jetzt Learn, bitte. Ja, da haben wir es. Und ich bringe es ihm jetzt einfach bei. Ansonsten hängt mir das da immer zu sehr im Weg. Es tut mir zwar weh, weil 3000 echt viel sind. Aber dann kaufe ich erstmal in nächster Zeit keine weiteren Skills für ihn. Oh, ist das etwa so ein Saber-Tiger? Den wir angreifen können und danach uns auch erstellen können. Drei Stück, damit müssten wir doch eigentlich fertig werden. Einer ist weg. Der zweite ist auch weg. Oh, der Flarebite, der nimmt ihm ganz schön ab. Aber ich glaube, der ist auch elementartechnisch teilt er besonders viel Schaden aus gegen unseren Flauschi-Hirsch. Und die hinterlassen uns nicht wenig SP. Also das rentiert sich durchaus. Und wir haben den entsprechenden Chor dazu. Sehr schön. So, das wird uns jetzt zur Ragau Coast Wharf führen, wenn wir da jetzt weitergehen. Und ich glaube, das Gespräch mit dem Typen da gerade eben, das sollte uns schon signalisieren, dass wir uns nicht allzu viel Hoffnung machen sollen, was jetzt unseren Besuch in Yokohama anbelangt. Aber wirklich schlimm. Ich meine, was kann uns jetzt wirklich Schlimmes erwarten? Yokohama, wir haben ja gesehen, dass das Yokohama von der Queen of Ice ausgelöscht wurde. Rygar? Yes, my lady. Isn't it getting a little chilly? Now that you mention it. I hate the cold. I hope it doesn't get any colder. Okay, ich glaube, das war jetzt ein Wink mit dem Zaunfall frei nach dem Motto, hey, ihr seid in der Nähe von Yokohama. Ja, was können wir uns da erwarten? Das Schlimmste, was uns eigentlich passieren könnte, ist, dass wir in Yokohama ankommen und Makoto und Toya dort irgendwo aufgespießt an einem Marterfall wiederfinden. Und alles andere dürfte ja eigentlich nicht verwunderlich sein für uns. Oh. Yokohama ist... frozen solid. Come on. Okay. Was sollte uns diese Einblendung gerade mitteilen? Das habe ich nicht verstanden. Also ich habe jetzt nichts weggedrückt, ja, wenn ihr euch fragt, nö, was war denn jetzt das für eine Cutscene gerade? Ja, Yokohama ist zwar vereist und das ist auch tragisch, aber sind wir mal ehrlich, das sieht doch irgendwie auch hübsch aus. Wir werden in der nächsten Folge dann Yokohama uns mal genauer angucken. Ich speichere jetzt nochmal. Und schauen mal, was uns hier erwarten wird. Dass das jetzt für Azuma kein einfacher Anblick ist, dass ihm das sozusagen auch die Sprache verschlägt, ist nachvollziehbar. Wir schauen mal, was wir hier in Yokohama finden werden oder was wir nicht finden werden. Ich danke euch fürs Einschalten. Tschüss!